Also ich möchte zum einen schon gegen dieses Bauernbashing anarbeiten, aber zum anderen aber auch die Landwirte dafür zu sensibilisieren und zu sagen, ey, vielleicht müssen wir auch mal zuhören, ne? Mal richtig und nicht gleich lospoltern, sagen, nein, stimmt ja gar nicht, sondern... Ja, moin, ich bin Julia Nissen, 33, verheiratet, habe 3 Kinder und bin Landleben-Bloggerin hier in Nordfriesland. Ich schreibe über alles, was mir vor die Linse kommt. Kind, Küche, Kuhstall, Landleben, Leute. Mein Blog heißt Deichdären. Dären ist ein plattdeutscher Begriff und zwar heißt das Mädchen. Und so hat meine Oma mich früher genannt. Und weil wir jetzt am Deich wohnen und ich ja irgendwie im Kopf immer noch ein Mädchen bin, ja, ist Deichdären war dann irgendwie sehr schmissig und das war der Name. Ich erkläre ja auf dem Blog ganz viel, wo die Sachen eigentlich herkommen. Also ich habe Themenmonate, landwirtschaftliche Themenmonate, wo ich erkläre ich einen Monat komplett was zum Thema Kartoffel, einen Monat komplett was zum Thema Schweinehaltung, dann gibt es was zum Thema Huhn, es gibt was, jetzt hatten wir gerade Raps, dann hatten wir den Themenmonat Milch, aktuell sind wir jetzt im Getreide und in der Erntezeit und da ist halt sehr, sehr viel passiert. Also wir sind ja nicht mal mit der Kutsche unterwegs, so wie das in manchen Bildern noch irgendwie suggeriert wird. Die Motivation war einfach hier zu zeigen, wie lebenswert es hier auf dem Land ist, dass wir auch Internet haben, dass es diese ganzen Klischees, die manchmal ja auch in der Werbung noch bedient werden, dass es die gar nicht mehr gibt oder wir die selber auch nur aus Geschichtsbüchern kennen. Und ja. Ich wollte einfach gerne Brücken bilden. Die Landwirtin oder der Landwirt, die erstellen dann ihr Angebot und sagen, wir bieten an einmal eine Hofbesichtigung an dem und dem Tag oder bei mir kann jetzt einfach mal jemand einen Tag lang in der Ernte mitlaufen und mit auf Trecker fahren oder bei mir kann jemand mit mir zusammen kochen oder mit mir zusammen auf Jagd gehen oder und dann kann ich sagen, oh, das ist interessant, das passt zu mir, da hätte ich Lust drauf und dann klicke ich auf Buchen und dann ist man 2, 3 Klicks weiter schon beim Ticket. Gräben zwischen Stadt und Land werden halt immer größer, vielleicht auch unbewusst und man bildet über diese App unter anderem halt wieder eine kleine Brücke zurück, dass man auch in unterschiedliche Lebenswelten eintauchen kann und es ist ja nicht nur so, dass Städter oder Nichtstädter auf den Hof kommen und was erleben, sondern es bedient ja beide Seiten, weil von jeder Begegnung nehme ich als Anbieter ja auch immer was mit. Ich kann gut Leute zusammenbringen. Also ich bin eigentlich so eine klassische Kupplerin und bringe gerne Leute zusammen. Ich mag das, fremde Menschen an einen Tisch zu setzen und zu gucken, was da so entsteht. Also ich möchte zum einen schon gegen dieses Bauernbashing anarbeiten, aber zum anderen aber auch die Landwirte dafür zu sensibilisieren und zu sagen, ey, vielleicht müssen wir auch mal zuhören, ne? Mal richtig und nicht gleich lospoltern, sagen, nein, stimmt ja gar nicht, sondern nee, also wenn man gut zuhört und sich rausfiltert, so welche Information ist jetzt für mich wichtig, die dort getroffen wurde und wie stelle ich meinen Betrieb zukunftsfähig auf, dass das folglich nicht mehr die Konsequenz ist, dann haben wir ja alle irgendwie daran gewonnen. Ich bin da schon immer sehr bei den Landwirten und erst recht auch mit dem Herz, aber ich verstehe auch die Verbraucherseite
und wünsche mir einfach da auf beiden Seiten mehr, mehr Zuhören und in Folge auch eine höhere Wertschätzung.